Herzlich willkommen zurück zu unserer Serie von 0 auf 100, wie ich schaffe, einen Vertrieb von 0 an auf 100 Verkäufe im Monat zu bringen. Ja, wer diese Serie fleißig verfolgt, der wird es mitbekommen haben, dass wir dieses Ziel im letzten Jahr erreicht haben. Ich habe auch mal angekündigt, dass wir den Titel mal streichen und mal verändern, aber wozu denn? Letztendlich ist der Inhalt wichtig, aber ihr werdet es vor allem mitbekommen haben, dass wir im Dezember kaum Videos gedreht haben und jetzt das erste Video zum ersten Mal wieder hier im Jahr 2022 starten. Dementsprechend ein frohes neues Jahr an dieser Stelle, wer es noch nicht von mir gehört hat, wer mich eben nicht so auf Instagram verfolgt, denn hier ist es nochmal hinterhergereicht. Ja, das Jahr 2021 war ein unglaubliches Jahr und das soll heute mal Inhalt dieses Videos sein, führen durch Vorführen, weil genau diese Leistung, die ich dort vollbracht habe, die hat jetzt eine extreme Sogwirkung innerhalb dieser Mannschaft, obwohl wir eigentlich kurz vor Weihnachten unserer Mannschaft gesagt haben, pass auf, fahrt euch jetzt mal ein bisschen runter, tankt mal wieder Kraft, holt mal wieder Energie in den Körper, ihr habt die letzten Wochen, Monate wahnsinnige Arbeit geleistet. Da sind auch einige Leute im Hintergrund zu kurz gekommen, Verwandte, Bekannte, Familie, die eigenen Partner und dementsprechend sollten die Herrschaften das einfach mal wieder jetzt so ein bisschen aufholen. Aber Pustekuchen, selbst an Heiligabend, selbst an den ersten, zweiten Feiertagen, selbst an Silvester und an Neujahr wurden nicht nur Anlagen gebaut, sondern auch verkauft und es ging nahtlos so weiter, obwohl wir wirklich den Leuten sagen, fahrt euch jetzt mal runter. Aber man kann sie eben nicht aufhalten. Und wenn das ganze Thema eben entsprechend viel Spaß macht, wenn da so eine wahnsinnige Dynamik drin ist, wenn man einfach auch mal sieht, was andere mit den gleichen Gegebenheiten eben dementsprechend erreichen, dann erzeugt das eine extreme Sogwirkung. Und das ist heute mal Message dieses Videos. Wenn du nämlich selber als Führungskraft extrem voranrennst, ja, und nicht den ganzen Tag immer nur erzählst, was du machst, sondern eben zeigst und vorlebst, was du eben den ganzen Tag machen musst. Denn schauen sich das deine Leute ab, dann machen sie es dementsprechend nach, dann ist eine ganz, ganz andere Dynamik dort drin und dann kommen eben dementsprechend auch Ergebnisse, die natürlich motivieren. Und wir sind bei uns auch sehr, sehr transparent. Das heißt, ich lege auch ganz genau auf, was haben wir an Umsatz produziert, was habe ich an Geld daran verdient. Und das motiviert natürlich den einen oder anderen, wenn man gerade mal bedenkt, dass ich ja eigentlich erst im letzten Sommer gestartet bin und wir jetzt noch nicht mal 7 Monate sozusagen ins Land verstreichen lassen haben, aber da schon Ergebnisse stehen, die andere nicht nach 5 Jahren im Vertrieb erreichen. Und der ein oder andere, der mir folgt, der weiß, was im Vertrieb möglich ist, der ist wahrscheinlich auch dementsprechend im Vertrieb und wird natürlich auch irgendwo seine eigenen Zahlen haben nach 5, 6 Jahren. Und wir haben ja viele Vertriebspartner aktuell bei uns aus anderen Branchen, die dann natürlich diese Zahlen sehen und sagen, das ist ja unglaublich, das ist ja einfach krank. Also es ist wirklich abartig krank im positiven Sinne, obwohl man ja letztendlich, und das muss man immer wieder dabei betonen, beim Kunden einen wirklich sehr, sehr guten Job macht, einen kundenorientierten Job macht und dass trotzdem dann noch so viel für den Vertrieb übrig bleibt, ist natürlich, ja, ich will nicht sagen einzigartig, aber sehr, sehr selten in der Branche. Und das, was ich jetzt in letzter Zeit mache, ich habe ja, wie gesagt, es geschafft im letzten Jahr, dass wir 100 Verkäufe im Monat erreicht haben. Das war dementsprechend auch resultierend daraus, dass ich fast 100 vertriebliche oder direkte Vertriebspartner hatte. Also ich hatte eine Zeit lang ein bisschen mehr, wirst du mitbekommen haben, wenn du das hier fleißig am Verfolgen bist. Die habe ich aber nach und nach ja in die Mannschaften gebaut und jetzt bin ich aktuell, glaube ich, so bei 68, 69 direkten Vertriebspartnern und baue das nach und nach weiter ab. Das heißt, was mache ich jetzt? Und das ist auch nochmal so eine positive Wirkung, das ist eine Empfehlung, die ich dir geben kann. Das heißt, wenn du in diesem Maße so extrem vorangegangen bist und natürlich in diesem Maße aufgebaut hast, und da musst du jetzt an dieser Stelle nicht sagen, ja du, Sven, mit deiner Reichweite oder mit dem, was du da in den letzten Jahren aufgebaut hast, da ist es ja ein leichtes, so viele Vertriebspartner zu finden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das behandeln wir gerne auch noch an anderer Stelle hier in dieser Serie. Sondern es ist einfach nur der Fleiß und dieses Pensum gewesen, was wir an den Tag gelegt haben, um eben dementsprechend diese Partner aufzubauen. Und wenn du das gemacht hast, wenn du das geschafft hast, dann kannst du natürlich auch diese Leistung im positiven Sinne verteilen. Ja, das heißt, ich gehe jetzt bei meinen besten Partnern bei und mache sie sozusagen zu Regionsleitern und sage, pass auf, du bist ja da, du bist hier, du bist da. Und schau dann auch vom Typ her und von der Region her, wen kann ich irgendwo in eine Mannschaft zusammenpacken. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich mich sozusagen ein wenig entlasse. Das heißt, ich bleibe trotzdem noch im Hintergrund und mache so die Kernthemen, das Vertriebliche, natürlich so das Coaching, Thema Argumentation und wie man letztendlich so die kleinen vertrieblichen Raffinessen reinbringt. Das bekommen die Leute alles noch aus erster Hand von mir, direkt in der Unterstützung. Wir machen einmal die Woche dazu einen Coaching-Call, den man bei mir dann intensiv hat. Aber so die kleinen organisatorischen Aufgaben, die kleinen Mannschaftsaufgaben, die umsatzfördernden Aufgaben, die einheitproduzierenden Aufgaben, also das, was wirklich letztendlich am Ende des Tages auch Geld bringt,
Da hat man natürlich nochmal so das ein oder andere Thema, wo man vielleicht auch systemtechnisch nochmal nachhaken muss oder den einen oder anderen nochmal final so ein bisschen unterstützen muss oder unterstützen kann, wodurch ja dementsprechend dann noch besser wird in seinem Umsatz. Und so packe ich jetzt gerade die ganzen Mannschaften zusammen und das fördert sich untereinander. Also das ist etwas, was wir jetzt festgestellt haben in den letzten Wochen, dass erstens natürlich die Führungskraft da drüber extrem motiviert ist, dass sie natürlich sagt, Wahnsinn, ich bekomme jetzt hier auch noch Vertriebspartner, die auch noch in meinem Umsatz dazukommen. Durch diesen Mehrumsatz verdiene ich natürlich noch mehr Geld. Dementsprechend ist er noch mehr motiviert und will natürlich noch mehr loslegen. Dadurch sieht er natürlich auch, wie hat der Sven vor ein paar Monaten angefangen, die Größe, die er dann natürlich nach ein, zwei Monaten hat, habe ich jetzt ja dadurch schon bekommen. Das heißt, das Ergebnis, was er Ende des Jahres hat, kann auch so in 3, 4, 5 Monaten mein Ergebnis sein. Und das wird auch deren Ergebnis sein. Der Partner darunter hat genauso wenig einen Nachteil. Ja, also es wird nicht als Nachteil empfunden, sondern der Partner darunter hat im Grunde genommen nur weitere Vorteile. Wie gesagt, es wird sich um ihn direkter gekümmert. Ich bin trotzdem noch im Hintergrund für diesen Partner da. Ich habe trotzdem noch den direkten Austausch mit dem Partner. Aber diese kleinen, ja, Stellschrauben, sage ich mal, auf die er bei mir vielleicht mal warten musste, weil es eben so eine Fülle an Partnern war, die bekommt er jetzt aus erster Hand geliefert. Dadurch ist sein oder ihr, wir haben natürlich noch die ein oder andere Dame da, obwohl es noch prozentual sehr, sehr wenig ist. Aber dadurch ist eben letztendlich dann die Zahl doch auch nochmal deutlich besser, deutlich schneller, deutlich größer. Der Verdienst am Ende des Tages ist eben ein attraktiverer und dementsprechend ist es so eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich entlaste mich und durch diese Entlastung habe ich natürlich wieder Zeit, noch mehr Videos zu machen, mich mehr in den Gesamtprozess einzubringen, das Ganze eben auch Social-Media-technisch zu teilen. Dadurch kommt natürlich nochmal wieder der ein oder andere reingelaufen und dadurch besetzen wir jetzt hier noch mehr weitere Gebiete. Und das ist eben ganz klar mein Ziel für dieses Jahr. Das heißt, dieses Jahr werden wir alle sämtlichen offenen Postleitzahlengebiete in Deutschland besetzen. Wir werden also noch mehr Führungskräfte aufbauen. Wir werden die mit Teams versorgen und die Teams sind letztendlich ja versorgt mit den Leads. Und wir merken jetzt schon, dass nicht nur die Leads ja ausschlaggebend sind, sondern dass man letztendlich dadurch, dass wir eben so einen guten Job machen, auch teilweise durch einen Termin wieder 2, 3 Empfehlungen bekommen, wo der Nachbar denn da steht und sagt, Mensch, das, was der da gerade aufs Dach bekommen hat, das will ich bitte auch haben. Also aus einem Abschluss, nicht aus einem Termin, das ist sogar falsch gesagt, denn wenn der Kunde zufrieden ist, dann kommen 3 Nachbarn um die Ecke und sagen, jetzt will ich das auch haben. Und dementsprechend haben wir jetzt schon Vertriebspartner, die eigentlich nicht mehr hinterherkommen, die kostenlosen Leads abzuarbeiten, die wir ihnen zur Verfügung stellen, weil letztendlich die ja, Empfehlungen, die warmen Leads, die man denn direkt vor Ort erarbeitet, ja noch interessanter, noch spannender sind und weil da eigentlich schon sozusagen die erste kleine Brücke gebaut wurde. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, da wird die nächsten Jahre, wenn ich das so salopp mal ausdrücken darf, eigentlich nur noch Geld eingesammelt. Und das ist natürlich jetzt etwas, was wir organisatorisch in einer sehr entspannten Situation natürlich so ein bisschen verteilen. Jetzt die letzten Bewerbungen, die über die Feiertage reingekommen sind, waren dann auch wieder ordentlich welche. Die haben wir jetzt schon wieder verteilt. Die sind jetzt auf die Schulung für die nächsten 3 bis 4 Wochen bereits angesetzt. Die sind jetzt schon im System integriert. Die bekommen jetzt schon ihre ersten Leads zugespielt und so weiter und so fort. Also so stellt man sich mal einen Start in das neue Jahr vor. Ich kenne das noch aus meiner Finanzdienstleistungszeit, als man noch so bis Dezember auf den letzten Monat gerannt hat, noch mal versucht, so die großen Umsätze reinzuholen. Und dann war so Januar, Februar war immer so eine extreme Flaute. Ja, bis das Jahr mal so ganz ins Rollen kam, so ein bisschen ins Laufen kam. Da war es dann irgendwann mal so Anfang, Mitte März. Dann hast du mal wieder so eine Abrechnung gehabt, die einigermaßen motivierend aussah, meistens dann trotzdem nicht, aber da konnte man zumindest so eine Tendenz erkennen, jetzt geht es langsam wieder bergauf, aber das, was hier jetzt gerade brutal reinkommt, sowohl an Umsatz als auch an neuen Vertriebspartnern, ist einfach eine Situation, wo wir momentan natürlich unheimlich dankbar sind und was natürlich eine gigantische Dynamik mit sich bringt. Dementsprechend werde ich jetzt auch demnächst wieder mehr Zeit haben für diese Videos hier, euch dann natürlich mal wirklich so im Detail auf dem Laufenden halten, was machen wir jetzt an der Stelle mit den einzelnen Leuten, wie organisieren wir das ganze Thema, auch da haben wir jetzt im System schon wieder ein bisschen was angepasst, umgestellt und dementsprechend wünsche ich euch allen jetzt erstmal einen ordentlichen, erfolgreichen Start in das Jahr 2022. Ich hoffe, dass ihr euch eine Menge vorgenommen habt und schon fleißig dran seid, das entsprechend umzusetzen und ich hoffe genauso, dass euch die Ansätze aus meinen Videos dementsprechend auch helfen, das genauso konsequent zu verfolgen und die Erfolge einzufahren, die ihr euch dadurch erhofft. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.